Herr Dr. Rothmann, Sie sagen, unsere Lebensweise führt quasi automatisch zu einem Vitamin-D-Mangel und stellen einen Zusammenhang her zu den steigenden Krebsraten. Worauf stützen Sie sich? Ja, das ist ganz interessant zu sehen. Die Urmenschen liefen ja praktisch so gut wie nackt. Sie hatten nur einen kleinen Lendenschurz und liefen immer draußen. Wir moderne Menschen, in modernen Anführungszeichen, sind immer drinnen. Wir fahren in geschlossenen Autos, sind in geschlossenen Häusern und gehen, arbeiten, sitzen vorm PC und so. Und wir leben praktisch nicht mehr artgerecht, könnte man sagen, denn wir bekommen nicht ausreichend so eine Exposition. Ja gut, aber wie kommen Sie zu dem Zusammenhang mit den Krebsraten? Genau. Die Urmenschen lebten ja gar nicht so lange wie wir. Korrekt, genau. Es ist ja so, natürlich, die hatten wirklich Probleme und ich möchte nicht in deren Haut stecken. Eine kleine Zahnentzündung oder eine Infektion oder ein Stein auf dem Kopf, das führte schon zum Tode und zwar sehr früh. Aber eines hatten sie ganz sicher nicht, das ist ein Vitamin-D-Mangel. Bei uns ist es so, es ist tatsächlich so, dass die Krebsrate in Deutschland und auch weltweit steigt. Es gibt eindeutig belegte Zahlen vom Robert-Koch-Institut. Da sieht man, gerade heute Morgen stand in der Zeitung, auf der Fahrt hierher habe ich es gelesen, dass allein in Deutschland 500.000 Neuerkrankungen an Krebs zu verzeichnen sind. Das entspricht ungefähr der Bevölkerung von Düsseldorf. Das ist schon enorm und das steigt und wir fragen uns, warum. Auch ich weiß es nicht genau, aber es gibt wohl einen Zusammenhang zu immer weniger Vitamin D, immer weniger Sonnenexposition und steigende Krebsraten. Wir sehen auch, wir leben ja hier in Berlin, sind wir am 52. Grad, Breitengrad. Und je höher die Breitengrade, eindeutig belegt ist, das sind sehr große Studien, je mehr Krebs ist und in niedrige Breitengrade, um 10. Breitengrad herum, die Krebsrate deutlich reduziert ist. Ist denn das ganze Thema Zusammenhang zwischen Krebserkrankungen und Vitamin-D-Mangel ausreichend wissenschaftlich erforscht? Es gibt tatsächlich sehr viele Studien, Beobachtungsstudien, aber es ist natürlich schwierig zu machen. Einerseits ist Vitamin D wirklich sehr kostengünstig und welche große Firma hat da Interesse überhaupt, da viel zu investieren, frage ich mich. Und andererseits ist es natürlich schwierig, die Patienten während der Studie nicht der Sonnenexposition zu überlassen oder doch. Also es ist natürlich schwierig, wie kann man das machen. Aber es gibt Studien und selbst eine Studie jetzt, die aktuell ist, zeigt, dass es im Prinzip bei 2000 Einheiten pro Tag nicht ausreichend Belege sind, dass es was hilft, aber Untergruppen aus diesen Studien bei schlanken Menschen zum Beispiel zeigen eine signifikante Benefit und weniger Krebs. Wir wissen alle, wie das ist bei Kindern, denn dem Neugeborenen empfiehlt man 500 Einheiten am Tag und das macht man ein, zwei Jahre und dann hört man auf. Wir sind jetzt, sagen wir mal, im Durchschnitt 70 Kilo oder 75, in anderen Ländern ist der Durchschnitt natürlich höher. Und da ist es so, dass wir mit Einheiten so von 1000 bis 2000 absolut unterdosiert sind. Deshalb sind die vorhandenen Studien meistens leider unterdosiert. Wie erklären Sie sich denn die Skepsis mancher Kollegen gegenüber den segensreichen Wirkungen von Vitamin D? Das ist eine interessante Frage und es ist so, wissen Sie, die Patienten kommen zu mir und sagen, ich möchte auch selber etwas machen und nicht nur du Onkologe solltest jetzt einfach mal tun. Und das respektiere ich und das finde ich auch gut. Und viele Ärzte sind leider so, dass sie das zu sehr unterschätzen, die Selbstheilungskraft der Patientin. Es ist ja so, die große Studien, die auf teure Kongresse sozusagen vorgestellt werden mit Medikamente, die ganz modern ist, die Checkpoint-Inhibitoren, sind mit Therapiekosten von 100.000 Euro pro Therapiezyklus, Gruppe, ist es so, dass diese Studien dann hochrangig publiziert werden und das ist, dann ist man so als quasi knallharter Wissenschaftler sehr erstaunt davon und hörig, aber Sachen, die 20, 30 Euro maximal im Monat oder im Quartal kosten und wo die Patientin sich selbst therapieren kann, ist der durchschnittliche Arzt leider etwas skeptisch und das ist schade.
Wie gehen Sie selbst in Ihrer gynäkologischen Praxis mit dem Thema um? Ja, es ist so bei uns, jede Patientin mit der neu diagnostizierten Diagnose Krebs, und bei uns sind ja weiblich, also hauptsächlich Brustkrebs, weibliche Krebssorten, wird immer initial gemessen. Und leider ist es so, dass wir auch immer, ausnahmslos immer, einen unterdurchschnittlichen Vitamin D-Spiegel finden. Und dann setzen wir uns mit ihr zusammen und in einer klaren Beratung zeigen wir die Vorteile und unter Kontrolle. Das heißt, wir empfehlen eine individuell angepasste Dosierung. Und dann messen wir das nach einer gewissen Zeit, nicht zu früh, aber wir empfehlen dann eine entsprechende Dosierung, sodass die Dosierungen steigen auf das gewünschte, in vielen Studien vielfach gezeigte Level von 40 oder 60 Nanogramm pro Milliliter. Sehen Sie auch einen Zusammenhang zwischen der Rezidivrate und der Vitamin-D-Gabe? Das ist eindeutig belegt in einer sehr großen und hochrangig publizierten Studie, dass die Patienten, da sind über 3000 Patienten, die Patienten, die Vitamin D substituiert haben, eine deutlich signifikant niedrigere Rezidivrate hatten als die ohne Substitution. Und dazu hat man die Patienten eigentlich in drei Gruppen gemacht. Patienten, die Vitamin D und Sonnenexposition ausgesetzt waren, hatten die absolut besten Raten, da bei 45% Rezidivrisikominderung. Und das ist toll und mit einem sehr, sehr günstigen Präparat. Das ist wirklich schade, wenn man es nicht machen würde. Habe ich Sie denn richtig verstanden, dass Sie Vitamin D als Zusatztherapie-Tool verwenden und ansonsten die klassische Krebsmedizin auch einsetzen? Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch Schulmediziner. Ich bin nach der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert. Und wir machen ganz normale Chemotherapie in der Praxis und additiv, also dazu machen wir komplementäre Onkologie. Komplementär heißt nicht anstatt, sondern ergänzend. Und so lebe ich auch und das ist auch mein absolute Credo, dass es wichtig ist, den Menschen ganzheitlich zu sehen, nicht nur eine Sache zu reparieren, sondern ihn als Person ganzheitlich zu betrachten. Und ein ganzheitlicher Akzent davon oder Teil davon ist die Supplementierung des Vitamin-D-Spiegels. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.